Von den fünf Kontinenten unserer Erde ist der amerikanische Doppelkontinent erdgeschichtlich in mehrfacher Hinsicht der interessanteste. Als einziger umspannt er die Erde fast von Pol zu Pol. Vom arktischen Alaska im Norden, über die Sonnenhöhen des Äquators bis zum Feuerland im tiefen Süden. Was diesen Erdteil Amerika indessen am meisten von den übrigen Kontinenten unterscheidet, ist die Tatsache, dass es hier keine Menschen gab, zu einer Zeit, als Europa, Asien und Afrika seit urdenklichen Zeiten schon bevölkert waren. Erst vor etwa 20.000 Jahren betraten über die damals noch feste Landbrücke an der Beringstraße Völkerstämme aus dem Inneren Asiens, das amerikanische Festland. Als Nomaden zogen sie immer tiefer in das Landesinnere, durch kalte und heiße Zonen, über wilde Bergketten, breite Ströme und endlose Ebenen. Jahrtausende muss es gedauert haben, bis sie den ganzen Kontinent durchstreift hatten, bis die stärksten Stämme lebensfähige Bedingungen gefunden hatten. In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung bildeten die sesshaft gewordenen Völkerstämme große Reiche. In der Mitte des Kontinents das Reich der Azteken und der Mayas und im Süden das weit ausgedehnte Reich der Inkas. Diese Völker lebten in wohlgeordneten Staatswesen und entwickelten hohe Kulturen, lange bevor ein weißer Mann den Fuß auf den Boden Amerikas gesetzt hatte. Denn Europa entdeckte diesen Kontinent erst vor knapp 500 Jahren, als Kolumbus auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien den Atlantik überquerte und auf die Inseln vor der Ostküste Amerikas stieß. Im Glauben, Indien erreicht zu haben, nannte er die Menschen, die er dort antraf, Indios oder Indianer. Auf die Kunde von der Entdeckung neuer Schatzkammern jenseits des Atlantik landete der Spanier Hernando Cortés 1520 auf dem mittelamerikanischen Festland, drang mit seinen Söldnern bis zur Hauptstadt der Azteken vor und zertrümmerte ihr Reich in der Blüte seiner Kultur. Wenig später stieß der Spanier Francisco Pizarro mit einer Handvoll Abenteurer über die Landenge von Panama bis zum Pazifik vor, brach in das große Reich der Inkas ein und überwältigte es in dem größten Abenteuer, das die Weltgeschichte kennt. Unaufhörlich liefen nun Schiffe von der iberischen Halbinsel aus, Wind und Strömung trieben sie meistens an die Küsten Südamerikas, dessen unermessliche Landflächen die Spanier und Portugiesen unter sich aufteilten. In Nordamerika folgten den Spaniern Franzosen, Engländer, Holländer und andere Europäer, die nun ihrerseits Neger aus Afrika für die wirtschaftliche Erschließung in die neue Welt holten. Dabei entstanden aus den ehemaligen indianischen Ländern europäische Kolonien, aus den Kolonien in den Unabhängigkeitskriegen selbstständige Staaten in Nord-, Mittel- und Südamerika mit ihren großen Städten, hochentwickelten Industrien und weit verzweigten Verkehrsnetzen innerhalb der einzelnen Länder. Aber noch fehlte die große Verbindungsstraße aller amerikanischen Staaten untereinander, bis im Jahre 1923 der damals fantastisch anmutende Plan entstand, eine Straße zu bauen, die von Nord nach Süd quer durch den riesigen Doppelkontinent führen sollte, die Panamericana. Sie beginnt mit einem ihrer nördlichen Ausläufer in den Polarzonen Alaskas und durchläuft in einer weiten Schleife die Wälder und Felder Kanadas. In den Vereinigten Staaten berührt sie unter Einbeziehung bestehender Straßen das vulkanische Gebiet von Yellowstone und die Schluchten großer Canyons, in Mexiko die Ruinenstätten der Azteken und der Maya-Reiche und verliert sich danach in der vulkanischen Enge zwischen den beiden Ozeanen. In Venezuela setzt sie von neuem ein, durchquert die tropischen Wälder Kolumbiens, steigt in Ecuador die Andenkette hoch und drängt sich in Peru zur Küste des Pazifik. Von Cusco, der Hauptstadt des alten Inka-Reiches, und vom Titicacasee durchläuft sie das Hochland von Bolivien und hält sich von nun an im langgestreckten, schmalen Chile wieder an der Küste bis in den Süden Argentiniens in Richtung Feuerland, dem Sprungbrett in die Eiswelt der Antarktis. Sich nach Osten wendend, trifft die Straße an der La Plata-Mündung auf Buenos Aires, umfasst Uruguay und erreicht von Süden her Brasilien mit Rio de Janeiro und seiner neuen Hauptstadt Brasilia.
wie ein Band der Zusammengehörigkeit aller amerikanischen Nationen, durchzieht heute die längste Straße der Welt, den Doppelkontinent, und offenbart gleichzeitig, wie ein großer Querschnitt, die Geschichte Amerikas, die Geschichte seiner Erde, seiner Länder und seiner Völker. Hoch im Norden beginnt sie, in Alaska, dem letzten Pionierland, mit seiner unberührten Natur und seiner an der pazifischen Küste gelegenen einsamen Gletscherwelt. Majestätisch und drohend recken sich die scharf zerrissenen Bergspitzen der Rocky Mountains bis zu einer Höhe von 5000 Metern in den Himmel. Ewiger Schnee versucht hier immer wieder, sich an das nackte Felsgestein der Krater und Gipfel zu krallen. Dort, wo er an Hängen und in Schluchten Halt findet, presst er sich in gewaltigen Schichten zu massiven Eisfeldern zusammen. Unter der Wucht ihres Millionen-Tonnen-Gewichtes schieben sich die gleitenden Ströme des Eises langsam abwärts, hobeln dabei mit unbändiger Kraft das Bergmassiv glatt und drücken das von ihnen erfasste Gestein vor sich her. Unablässig von den nachstoßenden Eismassen gepresst, werden sie geborsten und in tiefe Spalten aufgerissen, Meter um Meter zu Tal geschoben. Hoch von den Bergen stoßen die Gletscher tief hinab zu den Flüssen und Seen, die sie einmal selbst gebildet haben. Hier zerfallen sie allmählich in einzelne Blöcke. Wie von langer Wanderschaft ermattet, liegen sie am Ufer der Gewässer, um langsam zu vergehen. Ihr Schmelzwasser sammelt sich in kristallklaren Seen und fließt in Bäche und Flüsse, wo in den kurzen Sommermonaten die silbernen Lachse stromaufwärts ziehen. Wenn der Bärenhunger gestillt ist, wenn es Zeit wird, sich in die dunklen Wälder zurückzuziehen, da nimmt man sich noch gerne einen besonders fetten Leckerbissen als Proviant mit auf den Weg. Der große Lachsreichtum Alaskas hat seit alten Zeiten auch die Indios veranlasst, an den Ufern der fischreichen Gewässer zu siedeln. Totenpfähle mit seltsamen Masken von Menschen und Tieren erzählen in oft rätselhafter Bilderschrift von den Familiensippen der Indios und der mythischen Verbundenheit zu ihrem Land, das schon vor Jahrtausenden in ihrem Besitz war. Erstaunt scheinen diese Augen sich auf einen schmucklosen Holzturm zu richten, ein russischer Wachtturm auf amerikanischem Boden. Er erinnert ebenso wie die orthodoxen Kreuze auf der Holzkapelle und auf den fremdartigen Grabstätten an eine Zeit, als Alaska noch zum großen russischen Reich gehörte, das hier mit einem Zipfel seiner Macht auf den amerikanischen Kontinent hinübergriff. In der Hauptstadt Sitka verkaufte das Zarenreich im Jahre 1867 das Land für 7,2 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Auf diesem Platz fand die feierliche Übergabe statt. Niemand ahnte damals, dass das Land ein Vielfaches des Preises in echter Währung in sich barg. Gold. Wie primitiv wirkt heute dagegen die Goldgewinnung mit Pfanne und Schaufel. Aber so hockten Hunderttausende an den Flüssen, als um die Jahrhundertwende der Schrei vom Alaska-Gold um den Erdball ging.
Ein paar alte Häuser sind romantische Überbleibsel aus der Zeit vom Traum, vom schnellen Glück. Damals konnte man nur zu Pferde durchs Land streifen, bis schließlich die erste Eisenbahn kam, der heute der moderne Diesel-Express folgte. Aber erst das Flugzeug hat die riesigen Entfernungen dieses beinahe menschenleeren Landes wirklich überbrücken können. Selbst in die entlegensten Indiosiedlungen transportieren sie notwendige Lebensgüter. Für den Arzt sind sie ein ebenso wichtiges Verkehrsmittel wie für den Geschäftsmann in Fairbanks, dieser von Goldgräbern erst vor wenigen Jahrzehnten gegründeten Stadt. Über Nacht wuchs sie empor und ist jetzt mit ihren modernen Geschäftsstraßen und Wohnhäusern zum Zentrum des Landes geworden. Umgeben von Tannen- und Birkenwäldern hatte Fairbanks, ebenso wie ganz Alaska, keine einzige Landverbindung zu den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Bis eines Tages von hier aus die große Straße nach Süden ihren Anfang nahm. Der Bau dieser nördlichen Verbindungsstraße, des Alaska Highways, ist als Ruhmesblatt menschlicher Tatkraft in die Geschichte des letzten Weltkrieges eingegangen. Als die Japaner die Aleuten besetzten und dadurch Alaska bedrohten, erbauten im Jahre 1942 amerikanische Soldaten zusammen mit kanadischen Pionieren diese imponierende Fernstraße von fast 3000 Kilometer Länge in der unfassbar kurzen Zeit von nur 8 Monaten durch die menschenleere, einsame Wildnis Alaskas und des nördlichen Kanadas. Alaska Highway wurde trotz größter Schwierigkeiten täglich um 12 Kilometer durch Steppen und Wälder und über Berge und breite Flüsse vorangetrieben. Weiten Kornfeldern erste Zeichen menschlicher Besiedelung. Getreidespeicher als sichtbare Wahrzeichen kanadischen Weizenreichtums. Vorbei an dem berühmten Canadian Express tauchen weiter südlich die hell leuchtenden Zelte der Indianer auf. In ihrer farbenprächtigen Kleidung reiten sie auf ihren Mustangs zähen Indianerpferden, die einst von den Europäern mit ins Land gebracht wurden. So kommen heute die Urenkel Winnetous aus ihren Reservaten entweder hoch zu Ross oder auch, für echte Indianer etwas ungewöhnlich, ganz modern, im Omnibus zu ihren Indian Days nach Banff. Hier präsentieren sie sich in ihrem schönsten Federschmuck und reiten weiter zu jener Stadt am Highway, in der einmal im Jahr die Zeit der Pioniere und Cowboys lebendig wird, zur großen Stampede nach Calgary. Dieser Tiere, mit denen die besten Cowboys des amerikanischen Westens ihre Kräfte messen. Aber nicht weniger Mut und Geschicklichkeit gehören dazu, mit diesen dynamitgeladenen, gefährlichen Brahma-Bullen Katz und Maus zu spielen,
selbst wenn man einen Löwen auf seiner Seite hat. In dieser Phase des Turniers hat sich der Löwe als Schiedsrichter fraglos den besten Part erwählt. Nach dem ersten Schlagabtausch pfeffert der waghalsige Clown seinen Hut dem Stier mitten ins Gesicht. Wütend über diesen Angriff rollt er die Front seiner Gegner von der Seite her auf. Der Kampf entwickelt sich jetzt anscheinend zu einem Wortgefecht. Aber für lange Palaver ist hier keine Zeit. Und da fliegt auch schon das Lasso des Reiters durch die Luft. So wird das ungleiche Spiel unter dem donnernden Applaus der Menge beendet. Und jetzt der Höhepunkt, der Endlauf der vierspännigen Planwagen, jeder flankiert von vier Reitern. Das weltberühmte Wagenrennen mit 32 Pferden in der staubbedeckten Arena von Calgary. Anders ist das Bild, wenn im Spiegel des Sees am nächsten Morgen die aufgehende Sonne dieses Bergmassiv ins Licht des Tages hebt. Kristallklarer Bergsee, Lake Louise, unweit von Calgary. Hier im kanadischen Nationalpark von Banff formen sich die steilen Wände der Rocky Mountains zu einer ungewöhnlichen Bergkulisse. Mitten durch diese Bergszenerie führt unsere Straße und erreicht dann einen neuen Höhepunkt der Rocky Mountains, den Internationalen Friedenspark an der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten. Heiße Dämpfe und weiße Nebel liegen über der Landschaft, die wenige hundert Kilometer weiter südlich von unserer Straße berührt wird. Als dichte Schleier schweben sie über diesem Wunderland der Natur, über Yellowstone, in dem vulkanische Kräfte aus dem Erdinnern ein Schauspiel entstehen lassen, als stünde unsere Welt noch mitten in der Schöpfung.
Hier, wo kaum gewachsene Bäume wieder sterben müssen, treiben vulkanische Kräfte aus dem Inneren unseres Planeten heiße Dämpfe und siedende Wasser unaufhaltsam an die Oberfläche. Der Kalkstein der kochenden Wasser bildet die Kronen der einzelnen Krater. Nur hauchdünn ist die Kruste unserer Erde, die hier aus tausend Poren kocht und uns von den dunklen Gewalten trennt, die in der Tiefe brodeln. Gejagt wie eine steile Woge, bewirken die vulkanischen Schichten in bestimmten Intervallen oder unregelmäßig die Dampfbildung im Erdinnern und geben den Fontänen die große Kraft. Schimmernde Trichter vulkanischer Krater, zischende Schächte und Abgründe, heiße Ventile einer siedenden Erde und mitten in diesem höllischen Konzert plötzlich tiefe Stille. Erloschene Krater in den unwirklichen Farben einer fernen Welt. Unvergleichlich das Schauspiel der Natur, wenn die gewaltige Fontäne des Geysers Old Faithful seit urdenklichen Zeiten in regelmäßigen Intervallen in den Himmel steigt. Dann nimmt uns die große Straße wieder auf. Sie wird nun breiter in dem riesigen Straßennetz der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Wie auf einem gleichmäßig laufenden Band rollt der Verkehr hier ab, gesteuert durch Geschwindigkeitsgebote und gelenkt durch endlos weiße Linien, die Schienen gleich, die Wagen in ihren Bahnen halten und die Menschen nebeneinander und miteinander fahren lassen. Am Steuer ihrer großen Wagen rollen sie über die breiten Highways, vorbei an ausgedehnten Wohnsiedlungen, deren Gesicht das Auto mitbestimmte. Ihre schnell gebauten Städte mit ihren hohen Telegrafenstangen und den weithin sichtbaren Reklameschildern lassen noch die stürmische Entwicklung des wilden Westens erkennen, die sie in ihren kleinen Paraden überall im Westen lebendig erhalten. Erinnerungen an die Zeit des großen Aufbruchs nach dem goldenen Westen. Erinnerungen an die Zeit der Pferde, mit denen die Pioniere tausende von Kilometern Prärien und Wüsten des weiten, unbekannten Landes durchzogen, bis sie schließlich die pazifische Küste erreichten und damit
den Anbruch des goldenen Zeitalters der USA einleiteten. Gefeiert werden deshalb heute noch Draufgängertum und Mut, aber auch nicht weniger die Anmut, mit der sich die jungen Mädchen Kaliforniens unter einem ewig blauen Himmel gern einer schaulustigen Menge präsentieren. Dann sitzt man wieder am Steuer seines Wagens, fährt weiter, Meile um Meile südwärts, bis dorthin, wo hinter steinernen Eingangstoren in einer Felslandschaft aus rotem Kalkstein Erosionskräfte der Natur in Jahrmillionen eine fantastische Welt steingewordener Skulpturen haben entstehen lassen, im Bryce Canyon. Waren im Bryce Canyon Regen, Wind, Schnee und Frost die Baumeister der Natur, so ist der Grand Canyon das Werk eines einzigen Flusses, der in vielen Millionen Jahren ein gewaltiges Felsplateau zersägte und bis zu einer Tiefe von 1500 Metern durchschnitt. Weit dehnt sich die Kampfstätte der Elemente, das wild zerklüftete Bett des Colorado-Flusses, der Schicht um Schicht der Felsen abtrug, bis er in tiefsten Tiefen nur noch als silbernes Rinnsal erkennbar ist. Die am Rand des Felsenkessels vorbeiführende Straße lässt die ungeheure Ausdehnung dieser Rune im Antlitz der Erde erkennen. Unfassbar, dass ein einziger Fluss, der vor Jahrmillionen auf der Höhe unserer Straße dahinfloss, sich so tief in den Felsen graben konnte. Musik.
Das Walten der Naturgewalten lässt der Kontinent an seiner großen Straße noch ein drittes Mal erkennen. Hier war ein ganzer Ozean am Werk, auf dessen einstigem Grund heute der Wagen dorthin fährt, wo am fernen Horizont Felsmassive auftauchen, die den ständig abschleifenden und modellierenden Kräften des Meeres standgehalten haben, zu den Felsentempeln im Monument Valley. An der Stelle, wo vor Jahrmillionen diese Monumente der Natur entstanden, da machten vor Jahrtausenden die ersten Indio-Stämme der braunhäutigen Navajos Halt. Auf ihren kleinen zähen Pferden reiten sie heute von ihren niedrigen Reisighütten über das einsame Hochland zu den meilenweit verstreut liegenden Hütten anderer Familiengruppen. Auf ihrem Wege stoßen sie oft auf endlose Sanddünen, die der Ozean hier einst zurückließ. Unter freiem Himmel sitzen ihre Frauen an Webstühlen, heute so wie ehedem, als sie ins Tal der Monumente kamen. Das Ohr der Welt nennen sie diesen Naturbogen, der vor undenklichen Zeiten durch Sandstürme, Frost und Regen erstand, ebenso wie diese steinerne Brücke. Als Totempfähle bezeichnen die Indios diese bizarren Säulen aus Stein. Auch anderen Monumenten ihres Tales haben sie symbolhafte Namen gegeben. Der König auf seinem Thron und seine weit in den Himmel ragende Burg im Tal der Monumente, das auch heute noch die Heimat der Navajos geblieben ist. Von den gleichen Kräften der Natur, in humorvoller Schöpferlaune geschaffen, steht weiter südlich, wie ein steinerner Wegweiser, der mexikanische Hut. Und rote Granitfelsen flankieren die Straße wie ein weites Eingangstor in das farbige Mexiko. In den heißen Küstengebieten üppige Palmplantagen und wild wuchernder tropischer Dschungel. Im schroffen Gegensatz dazu die erstarrten Lavafelder des über 2000 Meter ansteigenden vulkanischen Hochlandes Zentralmexikos. Bald werden sie abgelöst von kilometerlangen Agavenplantagen, deren dunkelgrüne Blätter wie gezückte Dolche die Straße säumen. Wie braungebrannte Mexikaner und klopfen fleißig aus den Blättern den Sisalhanf, aus dem sie ihre berühmten Sombreros und bunte Matten flechten, während auf den Rücken der Esel zu reiten das größte Vergnügen für die kleinen Mexikaner ist. Weitaus schwerer sind die Lasten, die die kleinen Esel sonst zu schleppen haben, wenn die Indios in ihrer alten Tracht mit Strohhut, farbigem Wollhemd und Poncho, in denen schon ihre Vorfahren die gleichen Wege zogen, aus ihren weit abgelegenen Siedlungen zu den Märkten wandern. Landschaft und Menschen haben sich hier seit 1000 Jahren nicht verändert. Als sie den Kontinent besiedelten und ein Teil von ihnen auf der Hochebene von Mexiko sesshaft wurde, wo ein weißer Vulkan der Popocatépetl das Bild beherrscht und zum Wahrzeichen des Landes wurde. Zusammen mit dem Berg, die schlafende weiße Frau, bildet er die von Vulkanen gekrönte Wiege jener schicksalhaften Metropole, deren Hochhäuser, breite Avenuen, Denkmäler und Brunnen auf den Fundamenten einer zerstörten Stadt errichtet wurden, Mexico City.
2300 Meter über dem Meeresspiegel liegt Mexico City inmitten eines vulkanischen Hochplateaus. Am Rande dieser Metropole die neue Universitätsstadt. Auf dem Lavafeld des Pedregal errichteten Architekten und Künstler die massiven Gebäudekomplexe der weiträumigen Hochschulanlage und spannten mit ihren im altindianischen Stil gehaltenen Mosaiken und Reliefs eine Brücke zur tausendjährigen Geschichte ihres Landes. Und während hier in diesem Relief die studentische Jugend nach vorwärts in die Zukunft drängt, so erinnern der langgestreckte alte Nationalpalast auf dem Zocoloplatz und die Kathedrale von Mexico City an die Vergangenheit und damit an die dramatische Geschichte des Landes, die alljährlich auf diesem historischen Platz am Revolutionstag wieder lebendig wird. War diese Kathedrale Zeuge blutiger Auseinandersetzungen zwischen der einstigen spanischen Kolonialmacht und dem mexikanischen Volk. Die zahlreichen Revolutionen, die dieses Land in ständige Unruhen versetzten, haben jedoch ihre Wurzel in der Eroberung des großen Aztekenreiches durch den Spanier Hernando Cortés, der sich vor über 400 Jahren bis hierher durchschlug und das große Reich der Azteken auslöschte, hier auf diesem Platz, wo sich einstmals die großen Tempel der Indios in den gleichen Himmel erhoben, über Tenochtitlan. Alles überragende Pyramiden, Tempel und Paläste, steinerne Standbilder und Skulpturen, die Stadt der 300.000 Indios mit ihren buntfarbenen Booten auf weit verzweigten Kanälen. Das Herz muss dem Spanier Cortés und seinen 400 Mannen höher geschlagen haben, als sie in der aufgehenden Sonne des 8. November 1519 dieses indianische Venedig vor sich liegen sahen. Und dennoch zerstörten sie diese Stadt und ließen damit eine Kultur auf ihrem Höhepunkt über Nacht in Schutt und Asche sinken. Geblieben sind nur Reste der alten Fundamente. So legte sich die neue Stadt Mexico City auf das alte Tenochtitlan. Aber der weiche Boden der einstigen Lagunen lässt unaufhaltsam viele schwere Gebäude der neuen Stadt einsinken. Doch wie ein Fels steht mitten im Herzen Mexikos das Standbild des letzten Aztekenkaisers Gautamoc. Das Gedächtnis der Menschen überdauert Jahrhunderte, wenn man im Untergang so viel Größe bewiesen hat wie dieser junge Kaiser, der bei der Folterung seinen Peinigern zurief: Was suchet ihr nach Gold, wo so schöne Blumen in unserem Lande blühen? Als einzige Zeugen sind nur die alten Bäume im Park des Aztekenkaisers stehen geblieben. Schon vor 500 Jahren reckten sich ihre Kronen in den Himmel, als ganz in der Nähe eine noch ältere Tempelstadt, von der Natur durch dichte Erd- und Gestrüppschichten getarnt, dem Schicksal der Vernichtung entging. Die Tempelanlage von Teotihuacan. Wie groß muss die Kraft, wie groß der Glaube der alten Völker gewesen sein, die sie befähigten, Bauwerke zu errichten wie diese Sonnenpyramide. Die Größe dieses Bauwerkes wird aber noch übertroffen von der bis heute nicht freigelegten Pyramide in Cholula, auf deren Spitze eine christliche Kirche errichtet wurde.
Ihr Kreuz weist über das vulkanische Bergland bis weit hinunter in das Hochland von Oaxaca, wo unter einer dichten Tarndecke der Natur eines der größten Geheimnisse jahrhundertelang verborgen blieb, das von den Archäologen erst jetzt langsam aufgedeckt wird. Tempel dieser heiligen Stadt auf dem Monte Alban haben der Welt die größten Rätsel aufgegeben. Noch weiß bis heute niemand, wann die Stadt entstanden ist und zu welcher Zeit Priester oder Kaiser den sakralen Ballspielen in diesem Stadion beiwohnten. Aber noch erregender steigert sich die Geschichte der indianischen Tempelstädte. Was unter dem Himmel Mexikos nur in den alten Erzählungen der Indios überliefert war, das tauchte plötzlich in Wirklichkeit vor den Augen der ganzen Welt auf. Die hochragenden Götterburgen, Tempel und Paläste der Mayas. Welche Genies müssen ihre Baumeister, Steinmetze und Bildhauer gewesen sein, die ohne Lasttier und Wagen die hellen Steinblöcke heranschleppten und nur mit primitiven Steinwerkzeugen ihre filigranartigen Rautengitterornamente zusammenfügten, wie hier im Gouverneurspalast von Uxmal. Auch diese Tempelstädte der Mayas wurden erst in den letzten Jahrzehnten dem Griff der sie jahrhundertelang umklammernden Urwalds entrissen und Stück für Stück wieder in ihrer ursprünglichen Form der heutigen Welt zurückgegeben. Als geheiligter Mittelpunkt der Verehrung der unsterblichen Götter öffnet sich über dem sakralen Ballspielplatz als Krönung aller Tempelstädte Mexikos die weiträumige königliche Anlage von Chichen Itza. Bewundernd steht die Welt heute vor der großen Pyramide und vor dem an die griechische Baukunst erinnernden Tempel der Krieger mit seinen 1000 Säulen, die vom Urwalddschungel nach und nach befreit wurden. Die bisher ans Licht gebrachten steinernen Monumente und Skulpturen sind nur ein geringer Teil dessen, was unter dichter Urwalddecke begraben noch darauf wartet, dem heutigen Menschen weitere Kunde von den großen Kulturen der Indios zu geben. Von ihren Sternwarten aus verfolgten die Mayas den Lauf der Gestirne und berechneten die günstigsten Tage der Maisbestellung. Wenn aber einmal Trockenheit und Dürre das Land überfielen und dadurch das Leben aller gefährdet war, dann brachten junge Mädchen ihr Leben dem Regengott zum Opfer. Mit Halsketten aus Gold und Jade geschmückt, stürzten sie sich, noch im Todesschrei den Regen erflehend, in diesen tiefen, heiligen Brunnen. Bis in unsere Tage hinein schwingt ein Hauch vom Mythos des Opferganges der jungen Mädchen in den Texten vieler Lieder und in den Rhythmen und Tänzen der heutigen Indios. Thank you.
So wie auf den Zinnen ihrer Pyramiden, so tanzen sie auch am Tag der heiligen Jungfrau von Guadalupe, dem höchsten Feiertag der christlichen Welt in Mexico City. Federschmuck und in ihren Rhythmen religiöse Überlieferungen weiterleben und in den Sagen und Märchen der Indios ihre Geschichte hörbar wird, so übertragen sich oft Formen der Landschaft auf Kunst und Architektur. In den Kegel der Berge und Vulkane Mittelamerikas sind die Umrisse ihrer Pyramiden zu erkennen, deren Spitzen den Himmel und die Wolken zu erreichen suchen, wo die Naturgewalten geboren werden und wo die Götter thronen. Erloschener Vulkane hat der Urwald auch Kulturen ausgelöscht, deren höchste Bauwerke wie Burgen, die ein grünes Meer umbrandet, aus den dichten Wäldern ragen. Hier standen einst die Tempel der versunkenen Maya-Stadt Tikal. Niemand weiß genau, warum sie von ihren Bewohnern aufgegeben wurden, sodass der Dschungel die Paläste umzingeln und die Stadt unter sich begraben konnte. Heute durchschneidet die Panamericana die Wälder Mittelamerikas, bis sie schließlich an der engsten Stelle der mittelamerikanischen Landbrücke auf den Panamakanal stößt, der die beiden großen Ozeane, den Atlantischen und den Pazifischen, miteinander verbindet. Der über 80 Kilometer lange Kanal durchquert gefährliche heiße Sumpfgebiete, die auch für den Bau des Panamakanals das größte Hindernis war. Hier in der tropischen Ebene von Panama findet auch der nördliche Abschnitt der Panamerikanischen Straße ihr vorläufiges Ende. Der Absprung von Panama nach Südamerika zur Fortsetzung der Panamericana führt darum heute noch über das Meer, durch die Karibische See, von der einst die Karavellen des Kolumbus auf ihrer dritten Überfahrt in die breite Mündung des Orinoco gerieten. Zum ersten Male erblickte Kolumbus das Festland. Aber er wendete die Flotte zur Umkehr. Wäre er durch das dunkle Dickicht der Wälder weitergefahren, hinein in die immer enger werdenden Flussarme, hätte er sich von der Düsternis des Tropenwaldes nicht schrecken lassen. Er wäre tief im Landesinneren auf eine Urlandschaft gestoßen, den Elementen preisgegeben seit Jahrtausenden bis zum heutigen Tag. So wild und unüberwindlich die Wassermassen des Caroni-Flusses durch die Wälder brechen, so unnahbar lauern hinter Wolkenschichten die dunklen Felsmassive der Gran Sabana. Bis zu 3000 Meter hoch ragen die steinernen Kolosse aus den grünen Schluchten der sie umgebenden Urwälder, unbezwungene Naturbastionen, in deren Tiefe sich die Ströme des Landes sammeln und über Felsenklippen in Lagunen stürzen.
Ich war am Saume des Paradieses, hatte Kolumbus seiner Königin berichtet. Die nach ihm kamen, die Eroberer, zögerten nicht, es zu betreten. Als der erste, Alfonso de Ojedo, 1500, an der Tropenküste von Maracaibo entlang segelte und die auf Pfählen gebauten Schilfhütten der Eingeborenen sah, als er erkannte, dass die Verbindungswege zwischen den Hütten nicht Straßen, sondern Kanäle waren, auf denen sie in kleinen farbigen Holzbooten von Haus zu Haus ruderten, da erinnerte er sich an Venedig und nannte das Land, das er nun betrat, das kleine Venedig, Venezuela. Vergeblich suchten die spanischen Eroberer El Dorado, das Land der verborgenen Schätze des Goldenen Prinzen. Erst im 20. Jahrhundert fand man das schwarze Gold am Boden des Maracaibo-Sees. Öl. Die Pumpstationen, silbern glänzende Gebilde aus Aluminiumkesseln, Trägern, Rohren, schicken ihre Pipelines viele hundert Kilometer hinüber zu den großen Tankern aus aller Welt. Unablässig wie der Strom des Öls am Maracaibo-See gleitet der Strom der Automobile durch die Lebensadern der auf diesem Reichtum des Öls gebauten Metropole Venezuelas Caracas. In eleganten Schleifen oder auch schnurgerade fressen sich die Autostraßen durch das breite Tal von Caracas. Ohne Rücksicht haben die Erbauer die alten Häuser und Hütten rechts und links des Highways aus der Talsohle einfach weggefegt und die Architekten angewiesen, auf den Trümmern niedergewalzter Lehmhütten das Zentrum einer Stadt von morgen zu stellen. Vor der Bergkulisse der Kordilleren, auf einem weiten Platz, ragen die Pylonen des Simon Bolivar und seiner 11 Generale. Der in Caracas geborene Bolivar, Befreier Südamerikas, gab dem Kontinent die Unabhängigkeit von Spanien. Seinen Namen trägt auch das Wahrzeichen der Stadt, das Centro Bolivar, aus dessen Fundamenten heraus die große panamerikanische Straße sich quer durch Südamerika fortsetzt. Neben der Panamericana zieht sich die Andenkette hin, treue Wegbegleiterin der großen Straße quer durch den Kontinent. Fast unmerklich fädelt sich die Bahn in Tropenwälder ein, die immer dichter werden, je tiefer die Straße in die Ebenen der Kordilleren hinuntertaucht. Rechts und links der Fahrbahn ist der Wald gerodet. Nur die 100 Jahre alten Bäume durften überleben. Mit ihren breit gespannten Brettwurzeln, fest im Boden verankert, stehen sie nun in ungewohnter Freiheit neben der großen Straße wie lebendige Signale aus früheren Jahrhunderten. In diesem Lande ist es, als ob die Straße durch einen riesenhaften, reichen Garten führt. In den Plantagen hinter den Bananenstauden, die die Straßen säumen, wachsen Zucker, Kakao, Tabak, Datteln, Orangen. Noch üppiger, noch kräftiger, noch reicher aber als in Venezuela schießen die Bananenstauden und Sträucher die Bäume und Früchte aus der satten Erde des angrenzenden Kolumbien. Die große Straße durchzieht das Land in einem weiten Bogen, vorbei an hellen, in die Wälder eingeschnittenen Baumwollfeldern, deren weiße Flocken zweimal im Jahr am Halm stehen, vorbei an den Plantagen dunkelgrüner Kaffeesträucher, die bis zu 15 Jahren immer wieder Früchte tragen, vorbei an den Scharen brauner Kaffeepflücker, die die Beeren mit flinken Händen aus den dichten Blättern streifen. Die roten Kaffeebeeren rinnen wie harte Kirschen in die Körbe und wandern am Ende ihrer langen Reise auf die Kaffeetische der ganzen Welt. Die Täler Kolumbiens sind so fruchtbar, dass über dem Kaffee in einer zweiten Etage Bananen wuchern und darüber noch eine dritte, die Hochetage der Urwaldriesen ragt.
tief unten aber, in der Dämmerung des Urwaldparadieses, entfaltet sich geheimnisvoll, verzaubert wie eine Königin im Prunkgemach, die Nationalblume des Landes, die Orchidee. Wie eine kleine Flamme, glühend in allen Farben, allen Schattierungen, allen Varianten. Inmitten dieser Zauberlandschaft voll hoher Palmen, die sich im Winde wiegen, voll seltener Blumen, Pflanzen, Früchte. Hier, wo auf den Höhenzügen der Kordillere die kühle Luft des frühen Herbstes weht, stürzt der Wasserfall von Tequendama in die Tiefe. Vorbei an Kolumbiens Hauptstadt Bogota nähert sich die Panamerikaner dem Äquator in Ecuador. Eine exakt gezogene Linie teilt die Erde in eine nördliche und südliche Halbkugel, die man hier zugleich betreten kann. An dieser Stelle begannen Wissenschaftler, die Erde in Längen und Breitengrade einzuteilen und mit einer goldenen Mittellinie zu halbieren. Direkt unter dem Äquator, die höchsten Vulkane der Erde, eisgepanzert über saftigen Agaven in den Tälern. Der deutsche Forscher Alexander von Humboldt, durch seine Reisen um 1800 zum zweiten Entdecker Südamerikas geworden, nannte das 800 Kilometer lange Tal, an dessen beiden Flanken die schneebedeckten Kuppen vieler Vulkane unter einem klaren blauen Himmel glitzern, die Avenida de Vulcano, die Straße der Vulkane. Noch einmal taucht das Band der Panamerikaner in den Schattenregen nasser Tropenwälder bis zur Grenze des Landes im Süden. Jenseits der Grenze und der Berge aber, in Peru, ist das Land verdurstet, von der gleichen Sonne des Äquators ausgebrannt und unter den Sicheln hoher Sanddünen erstickt. Mehr als die Hälfte von Peru ist Wüste, ausgetrocknet vom Sog einer kalten Meeresströmung, dem Humboldtstrom. Endlos dehnt sich neben der Autostraße zwischen Küste und Andenkette die Desierta de Sechura, die Wüste der ewigen Trockenheit. Bis endlich das sandfarbene Band der Straße den Blick in eine unbegrenzte Ferne freigibt, der blaugrüne Spiegel des Meeres taucht flimmernd auf am Horizont, die Küste des Pazifischen Ozeans. Perus Wüstenzone ist mit seiner Trockenheit dennoch die beste Quelle seiner Staatsfinanzen. Die Peruaner sagen sogar, dass sie goldenen Staub verkaufen. Sie stapeln ihre Schätze zu Pyramiden und füllen sie in Säcke. Schon am frühen Morgen schwärmen die Arbeiter in langer Reihe aus, um das sonderbarste Gold der Welt zu schürfen. Jährlich 10 Millionen Tonnen. Die Produzenten solchen Reichtums leben in riesenhaften Kolonien längs der Küste, die Guanos, die den Anblick einer fantastischen Versammlung unter freiem Himmel bieten. Millionen, aber Millionen, die den besten Naturdünger der Welt liefern.
Mit Hacke und Schaufel wird jedes zweite Jahr geschürft. Die Peruaner vergleichen ihre Guanos gern mit Hühnern, die goldene Eier legen. Denn ihre 30 Millionen Vögel an den Küsten sind wichtige Basis ihres nationalen Vermögens, das sich unaufhörlich selbst erneuert. Die Inseln und die weiten Uferbänke sind mit Vogelkörpern förmlich vollgestopft. Wenn das gewaltige Heer der Vögel sich erhebt, verdunkelt sich der Himmel und es rauscht, als ob ein Sturm aufbricht. Am Pazifik sind eine ideale Startbahn für das Heer der Vögel, aus denen schon die Inkas vor 1000 Jahren ihren Nutzen zogen. Doch nicht der offene Ozean, sondern ein tiefer, blauer See, hoch oben in den Anden, war das Herz des Inka-Reiches, der Titicaca-See. In kleinen, federleichten, aus Schilf geflochtenen Booten durchstreifen seit Jahrtausenden die Urus, älter noch als die Inkas, den Heiligen See. Kehren Sie vom Fischfang heim, dann lenken Sie die Boote den aus Schilf gebauten kleinen Inseln, wo auf schwankendem Boden ihre leichten Hütten stehen. Hier brechen sich aus den Halmen des Schilfs die Kinder das schmackhafte Mark. Hier führen die Urus in Frieden und weit abgeschieden von der Welt ein Dasein, an dem sich seit Jahrtausenden nichts geändert hat. Nur selten erreichen die schmalen Schiffchen die fernen Ufer des Titicacasees, dessen blauer Spiegel den Horizont erst im Unendlichen zu streifen scheint. Hierher, zu ihrem heiligen See, tragen die Indios noch heute die Steine der Buße, wenn sie von weit her kommend am Kalvarienberg ihre Gebete sprechen. Mit Inbrunst und durchdrungen von ihrem Glauben schüren sie die blaue Flamme ihrer Opferschalen und lassen sich von Priestern kleine bunte Häuser segnen, in denen ihre Seele am heiligen Ort eine Wohnung finden soll. Kniend suchen die Indios mit kleinen Kindern in bunten Tüchern auf dem Rücken am Berge ihrer Väter, den das Kreuz jetzt krönt, in ihren Gebeten Trost und Hoffnung. Die Glaubenswelt der Indios umwob schon immer diesen von den Bergen 4000 Meter hochgehobenen Titicacasee. Aus seiner Tiefe entsandte einst der Sonnengott zwei seiner Kinder mit einem goldenen Stab, um das Inka-Reich zu gründen.
Noch heute sollen da unten, tief im See, die goldenen Geräte der Sonnenherrscher verborgen sein. Der nie entdeckte Inka-Schatz, der einst die Inka-Kaiser mit dem Gepränge und der Herrlichkeit von unermesslich reichen Fürsten umgab. Ein Rest des alten Glanzes liegt noch auf dem Intaraimi-Fest, das am Tag der Sonnenwende von ihren Nachfahren mit feierlicher Pracht begangen wird. Die Inka-Kaiser führten ihren Ursprung weit zurück, bis hinauf zur Sonne. Unermesslich groß und mächtig war ihr Reich, voll tiefer Weisheit, reichem Kunstempfinden und hohen Begriffen von der Einheit zwischen Gott, Natur und Mensch. Trotzdem versank das Reich der Inkas aus dem Stand der höchsten Blüte über Nacht ins Nichts. So könnte es geschehen sein, als 1537 der letzte Inka Atahualpa den fremden Eindringlingen, dem Spanier Francisco Pizarro und seinen Söldnern mit Würde und Vertrauen entgegentrat. Atahualpa erschien zur Begrüßung mit zahlreichem Gefolge. Ein Schwarm von Dienerinnen und Dienern ging ihm voraus. Ihn begleiteten vornehme Inkas, geschmückt mit selbstgewebten Kleidern und den Federn tropischer Vögel. 6000 Krieger umgaben ihn. Im Hintergrund lagerten wie eine dunkle Wolke nochmals 25.000. Der Vertrauensselige ahnte nicht die Falle, die ihm die spanischen Eindringlinge gestellt hatten, und dass er, der Mächtige, schon in diesem Augenblick mit allen seinen Leuten, die um ihn knieten, verloren war. Das Inka-Reich zerfiel und sank zurück in die Geschichte. Übrig geblieben sind nur Erinnerungen an eine große Zeit und eine zusammengeschrumpfte Stadt, für die allein Vergangenheit noch zählt. Cusco, die Königsresidenz, das einst mächtige Zentrum des Alten Reiches. Von hier aus strahlte der Glanz der Inkas über Millionen Untertanen. Von dieser Plaza aus führten die königlichen Hochstraßen durch das Riesenreich. Mit fugenlos verlegten Straßendecken aus behauenen Steinquadern, mit Rasthäusern und schattenspendenden Alleen, zu einer Zeit, in der Europas Straßen nur erst Pfade und Wege waren. Die am Rande des Platzes gelegenen Tempel der Inkas rissen die Eroberer nieder und errichteten auf deren Fundamente ihre Kathedralen. Als ob sie nicht mehr gesehen werden wollten, drücken sich die Indios in den engen Straßen, tauchen auf, verschwinden wieder. Zwei Welten stehen sich in Cusco gegenüber. Die neue, der Eroberer aus Europa, und die besiegte der Inkas. Die Grundfesten blieben ebenso erhalten wie die steinernen Stoßkeile der alten Festung Sacsayhuamán vor den Toren der Stadt. Fast an die 100 Jahre schleppten, brachen und schliffen über 20.000 Indios an den gewaltigen Wänden der Titanenfestung. Es wird ein ungelöstes Rätsel bleiben, wie die Riesenblöcke von weit her herantransportiert und bearbeitet wurden. Unbegreiflich, wie es möglich war, solche Riesenblöcke Fläche an Fläche fugenlos übereinander zu setzen. Die unfassbaren Ausmaße der Steinwälle drängen den Gedanken auf, vor dem Werk urzeitlicher Zyklopen zu stehen. An diesen Mauern zerbrach der letzte Widerstand des Inka-Reiches. Danach zerfiel auch Sacsayhuamán. Die Festung wurde Steinbruch und für Jahrhunderte vergessen. Auch für die Indio-Hirten, die heute ihre Lama-Herden an den Wällen der Festung vorübertreiben, ist Sacsayhuamán weit entrückt.
Die Indios sind sich heute kaum noch bewusst, dass schon vor vielen hundert Jahren in den Hochtälern der Anden die Inkas ihre Äcker in Terrassen an den Hängen bauten, wobei die zwischen Bergrücken eingeschlossenen Felder meistens in einer Höhe von 3 bis 4.000 Metern lagen. Mit übermenschlichen Anstrengungen haben in jenen Jahren die Andenbauern ihre Berge in Treppen mit titanischen Stufen verwandelt, als ob die Gärten auf dem Rücken der Berge hinauf bis zu den höchsten Gipfeln klettern sollten. Dort oben aber, umsäumt von einer schattenreichen Bergwelt, fällt das Licht der Sonne flach auf die Felsmassive einer geheimnisvollen Totenstadt, dem letzten Zufluchtsort der Inkas vor den spanischen Eroberern, Machu Picchu. In dieser mythischen Bergwelt, in deren Höhe nur Sonne, Mond und Sterne als göttliche Gewalten herrschen, lehnt sich die heilige Stadt wie in die Landschaft hineingewachsen an den Rücken hoher Andengipfel. Tief unten aber, wie in der Unterwelt, zieht der Urubamba-Fluss durch den Urwald. Wie von Riesenmeißeln ausgestemmt, fallen die Granitwände senkrecht viele hundert Meter tief ins Tal. Breite Terrassen für die Anbauflächen sind durch ungezählte, in den Felsen gehauene oder aus Granit erbaute Stufen miteinander verbunden. In dem Haus des Altars richteten sie ihre Gebete an den Sonnengott, durch dessen Licht und Kraft alle Dinge auf Erden erschaffen und erhalten werden. Vom Sonnenstein schweift der Blick hinüber zu dem Weiner Picchu, auf dessen Spitze die Inkas Wache hielten, hoch über ihrem Heiligtum, der Vorstadt des Himmels und der Sonne. Darüber steigt es an, wie zu dunklen Götterburgen hinter Wolkenschleiern, ewigen Zeugen vom Werden und Vergehen der Erde, hinauf zu den Schneefeldern auf über 6000 Meter hohe Felsen, die Königskordilleren an der Grenze nach Bolivien. Kurven windet sich hier die Panamericana durch das raue Hochland von Bolivien, eine menschenleere Wüste in 4000 Meter Höhe. Die Straße klebt wie eine Galerie an tiefen Schluchten, durchbohrt Felsenbarrieren, klettert über steile Hänge durch eine von Erosion geformte, bizarre Urlandschaft. Einsam und schwer zugänglich thront das Land im Inneren des Kontinents
eine wilde, unbezähmbare Natur. Dennoch liegt inmitten dieser Wildnis, die den Menschen abzuweisen scheint, die Metropole von Bolivien, La Paz, die höchstgelegene Hauptstadt der Erde, von der weißen Krone der Königskordilleren überragt. In fast 4000 Metern befindet sich die Stadt an der Grenze menschlicher Lebensmöglichkeiten. Doch noch höher liegt Potosí, überragt vom Cerro Rico, dem reichen Berg, und überragt von den Zinnen und Türmen zahlreicher Kirchen, die Spaniens Hand erkennen lassen. Potosí stand einst im Brennpunkt der Geschichte. Heute liegt der Friede einer kleinen Stadt über seinen Dächern. Vor 300 Jahren aber war Potosí größer und mächtiger als Rom, Madrid und London. Aus ganz Europa strömten sie hier zusammen, die Agenten der großen Handelshäuser aus Augsburg und Amsterdam, Kaufleute, Bankiers, Abenteurer und Glücksritter. 120.000 Menschen, die sich fiebernd und gierig in die Flanken dieses Berges eingruben. Denn er barg Millionenschätze. Der Berg barg Silber. Die Furien der Habgier und des schnellen Reichtums durchwühlten ihn von allen Seiten, trieben Stollen bis zum Kern und kehrten das Innerste nach außen. Die Glocken von Potosí, die die Gläubigen am Morgen zur Messe rufen, sind heute längst nicht mehr aus Silber gegossen. Der Silberberg versiegte und die Welt vergaß die Stadt. Die Lamas, die in den vergangenen Jahrhunderten die Silberbarren der fremden Herren über Tausende von Kilometern zu den Schiffen der spanischen Armada schleppen mussten, tragen heute weniger kostbare Lasten. Der alte Silberweg windet sich entlang der Andenkette, eingehauen in düstere Felsen durch breite Täler, die sich für das Band der Panamerikaner weit nach Süden öffnen. Durch unendlich ausgedehnte Wüstenstriche läuft die Straße, bis sie an der Küste Chiles wieder das offene Meer erreicht, den Pazifischen Ozean. Chiles schmales Küstenband zieht sich über 4000 Kilometer bis zur Südspitze des Kontinents, eine unendlich lange Wasserfront, preisgegeben den Naturgewalten des anstürmenden Meeres, das drohend gegen seine Küsten brandet und sie immer weiter unterspült. In den Schattentälern der Kordilleren aber ist es wie in einem stillen Garten, mit tiefen, blauen Seen, über die das Fährboot seine Silberstraße zieht. Nur am Firmament, der weiße Kegel des Osorno, lässt die dunklen Gewalten ahnen, die schon so viel Unheil über das Land und seine Menschen brachten. Mitten durch die weit ausgedehnte chilenische Seenkette verläuft die Grenze nach dem westlichen Argentinien im Nationalpark von Bariloche. Die Kette der in die Andentäler eingebetteten Seen setzt sich fort bis in die immer schmaler werdenden Flanken des Kontinents, wo auf dem matten Glanz ihrer Spiegel die ersten weißen Blöcke aus Gletschermassen treiben. Die Berge treten am Lago Argentino hart ans Ufer, immer tiefer herab mit Schnee und Eis behangen. Gletschermassive gleiten träge in die Seen, der Himmel ist nun nicht mehr strahlend und blau, das Licht hat seine Helligkeit verloren. Feuerland taucht auf, mit seinen tausend Fjorden, Felsen, aufgerissenen Buchten, unheimlich und beklemmend.
Am untersten Ende des Kontinents, wo die weißen Ausläufer der Anden in dunkelgrüne Täler münden, liegt die südlichste Stadt der Welt, Ushuaia. Diese stille Stadt am Rande des Eismeeres ist heute der argentinische Absprunghafen für Forscher und Wissenschaftler aus aller Welt zu ihren Stützpunkten in die Antarktis. Nur in den kurzen Sommerwochen durchzieht die von lauen Winden aufgebrochenen Bahnen gelegentlich ein Boot antarktischer Stationen. Diese einsamen Stützpunkte sind allein durch Funk mit der Außenwelt verbunden, in denen Forscher aus aller Welt nach den noch ungelösten Rätseln des Eises, des Wassers und des Wetters spüren, Horchposten der Wissenschaft am Rande unserer Erde. Hier in dieser unberührten Welt, weit abgeschieden von der hastenden Zeit, herrscht tiefer, ungeteilter Frieden. Hier haben sich auch die Völker feierlich zum Frieden bekannt. Die Antarktis soll ausschließlich der Forschung zum Wohle der Menschheit dienen. Wie Schemen aus einer anderen Welt treiben die Riesenkristalle zerklüfterter Eisberge auf dem glitzernden Meer dahin. Dahinter erhebt sich gläsern das antarktische Festland, fast völlig mit Schnee und Eismassen bedeckt. Gletscher gleiten zur Küste, wo sie abbrechen und als tafelbergförmige Eisberge ins Meer treiben. In dieser von Menschen unberührten Welt sind die Robben einsame Bewohner. Auf Silberinseln, die ihnen als Unterkunft, als Start- und Landeplätze dienen, befahren sie die Meere der Antarktis. Robben erscheinen gesellig, friedlich, ja fast gemütlich, wenn man sie in größerer Versammlung auf ihren Inseln liegen sieht. Nur wenn der Sammelplatz einmal nicht so glücklich im Wasser pendelt wie dieser, wenn er zum Beispiel schwankt oder sich zur Seite neigt, weil seine scharfen Kanten ungleich sind und die Gewichte sich verschieben, dann geben sie sich unermüdliche Mühe, um die Balance zu halten und immer wieder auf die Seite zu robben, die den erwünschten Ausgleich geben soll. Wo die Felsenklüfte der Antarktis dem südamerikanischen Kontinent am nächsten liegen, da tummeln sich am liebsten die lustigsten Bewohner dieser kalten Zone, die Herren im Frack und weißer Weste, die Pinguine. Erst spät am Tag pflegen sie vom Fischfang heimzukehren. Sie streben dann sofort ihrem abendlichen Meeting zu, das alle vereint. Als ob so ein allgemeines Treffen für alle der Höhepunkt des Tages wäre. So tummelig, neben Robben und Walen, die alleinigen Bewohner der Antarktis, laut und schnatternd an ihren Sammelplätzen an. Die Argentinier am Strande von Mar del Plata, am gleichen Meer, im gleichen Wasser, nur 2000 Kilometer weiter nördlich, sind laut und heiter. Da rauscht die Brandung. Hier Vergnügen produziert, hier will man sich vergnügen. An diesem Sand- und Sonnenufer längs des Atlantik ist der Schatten teurer als die Sonne. Thank you.
große Casino ist eine der vielen gesellschaftlichen Attraktionen, zu der aus aller Herren Länder die Gäste strömen, um unter einem der tausend Schirme der Sonnenhitze zu entgehen oder die weite Promenade längs des Strandes zu umrunden. Kaum hat die Straße an den Golfplätzen die Stadt am Meer verlassen, mündet sie schon in die Pampa ein, über deren endlose Weiten die Gauchos große Schaf- und Rinderherden treiben. Bis zum Horizont dehnt sich die Pampa, das Herz Argentiniens, bis dahin, wo die Panamerikaner sich der Hauptstadt nähert. Bienvenidos, herzlich willkommen in Buenos Aires. Größte Stadt Südamerikas mit der breitesten Straße der Welt, an dem das berühmte Opernhaus Teatro Colón liegt, in dem schon Caruso sang. Überall im Zentrum Erinnerungsstätten an die spanische Kolonialzeit und an die Unabhängigkeitskriege des Befreiers San Martin gegen die spanische Krone. In dem Geschäftsviertel pulst das Leben der Betriebe um das Haus der Börse. Die Herzen der Argentinier schlagen jedoch am heftigsten weit draußen auf den Rennplätzen, wo eine erhitzte Menschenmenge den Läufen ihrer Favoriten mit Spannung folgt. Ihr Herz wird weit, wenn an solchen Tagen der Blick im weiten Bogen ihre große Stadt umfasst, wie den bunten Inhalt einer Riesenspielzeugschachtel. Dann liegen vor ihnen ausgebreitet die Hochhäuser der Handelsherren, grüne Gartenplätze, Straßen, die in tiefen Schluchten in den Pulk der Häuser eingegraben sind, am Horizont die Mündung des Rio de la Plata in den Ozean und davor, neben der Parkanlage mit eingefügten Seen, die weiten Bahnen der Pferdejagden. Schneller, noch härter, noch gefährlicher, Pato, eine Art Basketball zu Pferde, mit dem sich einstmals die Gauchos in der Pampa in Geschicklichkeit und Draufgängertum gemessen haben. Es ist ein Kampf Mann gegen Mann, Pferd gegen Pferd. Dieses harte Spiel, in dem die Pferde alle 5 Minuten ausgewechselt werden müssen, beherrschen nur die Argentinier in artistischer Vollendung.
Pferdejagden erfüllt die Menge auf den großen Plätzen und ist ein Teil des Rhythmus dieser Stadt, in der es Zeitungen aller Nationen, Waren aller Nationen, Banken aller Nationen gibt und deren Hafen am Atlantik seine Tore seit Jahrhunderten für alle Völker Europas und der übrigen Welt weit geöffnet hält. Hier gingen mit bangen Hoffnungen und Erwartungen Hunderttausende, deren Segelschiffe von den Buenos Aires, von den guten Winden über den Ozean herangetrieben wurden, zum ersten Mal an Land, in der breiten Mündung des Rio de la Plata. Ich sehe einen Berg. Video Monte, rief ein Matrose des Weltumseglers Magellan, dessen Schiff die Küste streifte. Die Stadt am Ufer der La Plata-Mündung hatte damit ihren Namen. Montevideo, gekrönt von der spanischen Zitadelle auf der Spitze des Berges. Die Kinder des kleinen Landes, alle in ihren sauberen weißen Schulanzügen, haben Grund zum Fröhlichsein, denn die Schulen und Universitäten sind frei für jedermann. Montevideo ist eben eine Musterstadt in einem kleinen Musterstaat. Entlang weiter Promenaden und breiter Avenuen am Meer setzt sich die Panamerikaner immer weiter nach Norden fort. Umsäumt von schattenspendenden Palmen rechts und links der schnurgeraden Straße. Von dem kleinen Uruguay führt die Straße über die internationale Brücke hinüber zu dem größten Staat, Brasilien, wo die Panamerikaner auf roter Erde in die dichten Araukarienwälder untertaucht. Dieses waldreichste Land der Erde entdeckten um 1500 Portugiesen und brachten als erstes das Brasilholz, das wie Kohle glüht, nach Europa. In der roten Erde ihrer neuen Kolonie fanden sie unermessliche Schätze, Smaragde, Aquamarine, Mineralien und Edelhölzer aller Art. Es war der Eintritt in ein Land so unermesslich groß und so geheimnisvoll in seinem Inneren. Hier, wo der Wald sich lichtet, recken sich gespaltene Felswände einer von der Natur geformten Stadt, Villa Vella, mit ihren in Jahrmillionen von Stürmen und Wettern ausgewaschenen Riesenkelchen und urwelthaften Steinkolossen. Indios umspannen diese Steingebilde mit Sagen und beschreiben sie in ihren Märchen. In ihren Geschichten tragen die Felsen Namen von Helden. Für die Indios ist Villa Vella eine verwunschene Stätte, in der in grauer Vorzeit die Weltenuhr plötzlich verstummte und alles Lebendige versteinern ließ. Als Amerigo Vespucci an diesen Felsen einer weitgeschwungenen Bucht mit seinem Schiff in der Nacht vom 1. Januar 1502 vorüberglitt, glaubte er, in die Mündung eines großen Flusses einzufahren und nannte die Bucht den Fluss des Januar, den Rio de Janeiro. Aus Lagunen wachsen Hügel, von Wäldern überzogen, von exotischen Pflanzen dicht bewachsen und wundersam mit der Natur verschwistert, die Stadt am Fluss des Januar, Rio de Janeiro. Thank you.
Die Panamerikaner, die dem Kontinent an der atlantischen Seite längs der Küste folgte, wendet sich von hier aus zum ersten Male tief ins Landesinnere. Wie eine Mahnung, wie ein Menetekel steht der Finger Gottes am Anfang der großen Straße, die nun über 1000 Kilometer durch Berge und unberührte Wälder führt, vorbei an Schluchten, durch Täler und durch Felsbarrieren, ins neue Zentrum von Brasilien, ins Herz des Kontinents. Seit mehr als 100 Jahren, seit dem Tage der Unabhängigkeit Brasiliens von Portugal, wurde der Plan erwogen, den Marsch nach dem Westen, ins Innere des Landes zu treten, das heiße Rio zu verlassen, um den unerschlossenen Kontinent von seiner Mitte her zu öffnen. Im kühlen Hochplateau von Goya leuchtet am Horizont wie eine Fata Morgana die neue Stadt Brasilia. Mit den beiden großen Autobahnen, an deren grünen Flanken die weißen Betonblöcke der ersten Wohnhäuser errichtet wurden, ist ein Kreuz auf roter Erde nachgezeichnet worden, wie der Rumpf eines Flugzeuges mit weit ausgeschwungenen Flügeln. Für die Regierungsbauten zeichnet die gleiche Kühnheit aus wie der Entschluss, sie durchzuführen. Der Palazzo Planalto schwebt auf den Ranken seiner Säulen gleichsam über der Erde. Mit dem Supremo Tribunal, dem höchsten Gericht, bildet er den Platz der drei Gewalten. Auch die Residenz des Präsidenten, der Palazzo d'Alvorado, der Palast der Morgenröte, wird anstelle von Säulen von Segeln aus weißem Stein flankiert. Neben dem Palast die Privatkapelle für den Staatschef und seine Familie. Es war ein Markstein in der Geschichte Brasiliens, als am 21. April 1960 das Land seine neue Hauptstadt aus den Händen ihrer Erbauer auf dem Platz der drei Gewalten feierlich übernahm. Heute, alljährlich am Tag der Unabhängigkeit, die Traditionsverbände der brasilianischen Armee aufmarschieren, dann ist die Idee dieser echt brasilianischen Stadt schon Geschichte geworden und der Anfang einer neuen Ära des Kontinents und seiner Völker, der Vorstoß in die Mitte Brasiliens. Thank you.
Der Doppelkontinent Amerika lag länger als Europa, länger als Asien im Dunkel der Geschichte, bis endlich die neue Welt entdeckt, entwickelt und verwandelt wurde. Indessen ruhen noch unermessliche Schätze im Schoße dieses Kontinents. Wie ein unendliches Meer dehnen sich im Amazonasbecken noch undurchdringliche Urwälder, in deren tiefste Tiefe noch kein menschliches Wesen vorzudringen vermochte. Das größte Waldgebiet der Erde, noch unerschlossen wie vieles in der neuen Welt. Doch schon dringen die ersten Straßen durch das Urwalddickicht, der erste Strahl, der von Brasilia aus den grünen Teppich teilt, wie ein Schnitt durch das Unbezwingbare. Durch den Busch geschlagen und gebrannt, durchschneiden die neuen Adern den Urwald schnurgerade und lösen damit die alten Wasserwege ab, die sich seit tausend und abertausend Jahren auf verschlungenen Pfaden durch die grünen Schluchten winden. Wie am ersten Schöpfungstage verhüllen die Wälder unter ihrer Decke die Erde, an deren Rand die großen Wasser des Iguazu tosend in die Tiefe stürzen. Dröhnen der Wasserfälle von Iguazu lässt sich nach einer alten Legende die Erde selber hören. Die großen Wasser des Iguazu erzählten die Geschichte von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Durch ihn geleitet seien die Indios vor vielen tausend Jahren über Berge und Täler, durch Wüsten und Wälder geführt worden, um am Ende ihrer großen Wanderung an den Wundern seiner Erde teilzuhaben. Ich war am Rande des Paradieses, schrieb Kolumbus an seine Königin nach Spanien. Ich stand unter einem hohen Himmel und starrte gebannt in ein unbekanntes Firmament, allein getragen von dem Glauben, dass uns die Sonne des neuen Tages zu neuen Ufern führen wird.